Die See ist ruhig an diesem Morgen. Aber es sind keine ruhigen Gewässer, durch die der Bug der Empen pflügt. Es läuft die Operation Enduring Freedom. Das deutsche Kriegsschiff soll Schmuggel bekämpfen, an dem Terroristen verdienen. Der Ausguck sichtet eine Dhow, ein typisches Handelsschiff der Region. Mit Kaufleuten oder Schmugglern an Bord, das weiß man noch nicht. Der Bordhelikopter schießt Fotos von der Ladung. In der Operationszentrale werden sie ausgewertet. Aufpassen, der kommt hier langsam hoch. Also auf jeden Fall abgedeckt. Ja, ja. Da ist einer mit der weißen Kappe, der scheint da irgendwie Leute zu dirigieren an Oberdeck. Kommandant Michael Giss scheint nicht nur die abgedeckte Ladung verdächtig. Also was wir jetzt sehen, das ist eine etwas größere Dhow, größeres Handelsfahrzeug, der unüblicherweise so ein schnelles Beiboot dabei hat, in dem Gerätschaft drin liegt. Kleiner Moment. AK-47 oder sowas. Ich habe eine Knarre gesehen, eindeutig. Hinter den, wo die MSP jetzt drauf ist, da habe ich eine Waffe gesehen. Der im Hintergrund, der hat eine Knarre. Der ist dahinter, der hat eine Knarre, definitiv. Ja, ist verstanden. Ja, ist verstanden. Ja, MSP hat es auch gesehen. Ja, da unten sieht man den Lauf jetzt. Und an den Füßen. Da sind mehrere mit der Knarre, scheinbar. Ja. Die Spezialkamera, die auch als Zielfernrohr genutzt werden kann, zeigt, hier wird mit einer Panzerfaust gedroht. So, Besatzung auf Gefechtsstation. Ja, abstaffen. Abstaffen. Beide Maschinen 25 Knoten. Hartbackbord. Hartbackbord. Alle Stellen 1 EO, Besatzung auf Gefechtsstation. Safeguard, Safeguard, Safeguard. Bruder Mitschiff. Parallelkurs und leicht nach Steuerbord öffnen, dass der Turm rankommt. Die Empen bereitet sich auf einen Schusswechsel vor. Der Geschützturm ist bei solchen Einsätzen immer geladen. Er wird jetzt auf die Dhow ausgerichtet. Gleichzeitig dreht die Empen aber unter Höchstgeschwindigkeit ab, um ein Feuergefecht zu vermeiden. Am Horn von Afrika sind mehrere Nationen vertreten. Entscheidungen treffen die Deutschen nicht allein. Unser Verbandsführer, der Commander Task Force 150, ist am Ball. Unser Hauptquartier, das Koalitionshauptquartier in Bahrain, ist dran. Und da wird jetzt überlegt, wie man weiter mit der Angelegenheit verfährt. Aber bis es da Weisungen gibt, ist Fregatte Emden hier zur Stelle beobachtet und ist eben auch vorbereitet und gerüstet, um auch Worst Case, das Schlimmste, dann entsprechend ordentlich abzuwettern. Selbst wenn der Kommandant wollte, er darf verdächtige Schiffe nur mit deren Erlaubnis durchsuchen. So will es der Deutsche Bundestag. Das beschränkt die Möglichkeiten der deutschen Marine in ihrem Einsatzgebiet am Horn von Afrika extrem. Die verbündeten Amerikaner, Engländer und Franzosen haben andere Einsatzregeln. Das amerikanische Kriegsschiff Oak Hill ist in der Nähe der Empen und soll die bewaffnete Besatzung der Dhow weiter beobachten. So ein SEO. Wo sind wir denn? Also Herr Kapitän, die Orkel, Peilung 030, wir haben jetzt die Details ausgetauscht. Unsere Dhow in Peilung 205, Entfernung 13,3 Meilen. Orkel hat alle Details, ist zufrieden mit der Situation und Frage Handover durchführen. Ja, Roger. CTF ist confirmed, ja, der weiß CTF Bescheid, ist alle happy. Informiert, ja? Weiß Bescheid, ist happy. Okay. Und wir können also so übergeben. Gut, dann übergeben Sie den Kontakt an die Orkel. Übergabe. Brücke von 1SEO, Übergabe jetzt mit OKIL durchgeführt. Wir geben das über Chat bekannt und sind damit raus aus dieser Scene of Action. Der Hauptgefreite Henning Hausmann ist seit 2 Jahren an Bord der Empen. Er und seine Kameraden haben so etwas wie heute noch nicht erlebt. Konsequenterweise ist es das Gesprächsthema beim Abendbrot. Aber mal ganz ehrlich, hättest du geglaubt, dass die auf uns geschossen hätten? Ich glaub's vielleicht nicht, weil wenn ich jetzt auf einem Holzboot bin von 6, 7, 8 Meter Länge, lege ich mich nicht mit dem Kriegsschiff an. Dann muss man nicht ganz dicht sein. Hätte ich auch gesagt. Also deswegen, ich glaube nicht, dass sie auf uns geschossen hätten oder so. Es war schon natürlich ein anderes Gefühl. Besonders ich hatte gerade geschlafen und dann wurde eben die Rolle auf Gefechtsstation ausgelöst. Und da hat man dann schon ein mulmiges Gefühl. Wenn man dann auch von anderen hört, die dann an Oberdeck waren, die dann auch gesehen haben, was dann passiert ist in dem Moment.
Da denkt man schon mal darüber nach, was denn passieren könnte. Für mich selbst ist es jetzt in dem Sinne nicht so, dass ich jetzt unbedingt Angst haben muss, weil ich ziemlich weit unten im Betriebsraum bin und wenn es dort unten knallt, dann ist wirklich alles zu spät. Dann kann man es auch nicht ändern. Aber damit muss man halt rechnen, wenn man hier im Einsatzgebiet ist, dass das passiert. Mit allem rechnen und immer richtig entscheiden. Der Kommandant darf bei begründetem Verdacht Schmuggler durch Warnschüsse in den nächsten Hafen zwingen. Er darf die Emden verteidigen. Doch ab wann? Im Zweifel muss er warten, bis sein Schiff tatsächlich beschossen wird. So auch bei dem heutigen Vorfall. Wir sehen hier den Anführer und hier im Hintergrund eine Person, die jetzt eine Waffe klar macht, ein Schnellfeuergewehr, eine AK-47 Kalaschnikow. Hier sieht man sehr schön den Sprengkopf einer RPG, einer Rocket Propelled Grenade, einer Panzerfaust. Hier sieht man sie jetzt noch besser, hier kommt sie etwas besser raus. Und wir stehen hier mit dem Schiff, mit der Fregatte, nicht allzu weit weg, sodass das natürlich eine absolut tödliche Gefahr unter Umständen für die Fregatte bedeuten könnte. Das war ein sehr brenzliger Moment, das gebe ich gern zu. Und ich hätte in dem Moment das Feuer eröffnet, wenn eine dieser Waffen direkt auf die Emden gerichtet worden wären. Warum hätten Sie so lange gewartet? Weil ich davon überzeugt bin, dass wir mit dieser deeskalatorischen Vorgehensweise richtigerweise ein Feuergefecht verhindert haben und damit auch Verluste, vor allem auf Seiten der Emdenbesatzung. Und das ist mein höchstes Ziel und mein Auftrag. Und das ist das, was mich hier nachts ruhig schlafen lässt, dass es meinen Leuten gut geht. Ruhig schlafen, das will auch Henning Hausmann. Auch wenn es nur für eine Stunde zwischen zwei Diensten ist. Der 23-Jährige stand von 4 Uhr nachts bis 8 Uhr früh auf Wache. Gleich beginnt schon wieder der Tagesdienst. Schlaf ist rar an Bord der Emden. Platz übrigens auch. Im Moment schlafen noch zwei. Und wir schlafen jeweils also mit 6 Mann auf einer Seite. Drüben sind auch noch mal 6 Mann. Und das ist so das, was man an Privatsphäre hier hat. Ist es recht hier, oder? Es ist ab und zu mal hart, aber man muss da durch. Wir haben ein Privatfach, einen Würfelspind und einen halben Längsspind, den wir uns dann zu zweit teilen müssen. Das ist eigentlich unser einziger Platzbedarf, den wir haben. Mhm. Wie viele private Sachen hast du mit oder hast du irgendwie so Sachen? Das ist 2 lange Jeans, 4 kurze Hosen, 6 T-Shirts und 2 Hemden ungefähr. Das ist mal das, was ich an Privatklamotten mit habe. Und an der Wand hängen eure besten Freundinnen, oder? Man muss ja wissen, welcher Tag gerade ist. Der nächste Morgen. Auftritt der Killer-Tomate. So nennt die Besatzung diesen roten Gummiballon, der heute als Zielscheibe herhalten soll. Menschen und Material müssen täglich einsatzbereit sein. Schießübungen gehören für die Mannschaft zur Routine. Sämtliche artilleristischen Waffen kommen heute zum Einsatz. Die Emden ist über ein Vierteljahrhundert alt. Sie wurde für den Kalten Krieg konzipiert und sollte U-Boote in Nordsee und im Atlantik jagen. Das Schiff ist also eigentlich für kühle Meere gebaut. Viele Waffen wurden erst später nachgerüstet. Am Ende der Übung, das 76mm Geschütz hat das Schlusswort. Clear blind. Clear visual, Tarp correct. System korrekt. Halt! Jawohl, so muss das sein. Rumpfein! Ausgezeichnet. Batterie halt. Batterie halt! Bravo Zulu an die Artillerie. Bravo Zulu heißt well done. So gut gemacht, die Jungs. Von der Verfahrenssicherheit meiner Leute her war das eine ansprechende Sache. Aber ich bin auch sehr zufrieden mit der Technik. Die Technik wird hier in diesen klimatischen Bedingungen sehr belastet, sehr gefordert. Und dann ist es immer ein gutes Gefühl, wenn man dann bei solchen Übungen feststellt, es funktioniert noch alles. Und gerade zum Beispiel die Waffen funktionieren verlässlich. Das Wetter der Deutschen Welle, einer der wenigen Kontakte zur Heimat. Der einzige Kontakt zu Familie und Freunden lässt sich über E-Mail-Verkehr erhalten. Es gibt zwar ein Satellitentelefon, aber das ist teuer und darf privat nur in Ausnahmefällen genutzt werden.
Vor gut 3 Monaten ist die Fregatte aus Wilhelmshaven ausgelaufen. Oh, jetzt guck endlich, Mann. Wie ist das? Hast du eine Freundin zu Hause? Leider nicht mehr. Wieso nicht mehr? Die Trennung, also ja, die Entfernung und der Abstand, der war wohl einfach zu doll. Das hat wohl nicht geklappt. Sie hat Schluss gemacht. Ja. Und wie verkraftet man das hier so? Es ist nicht einfach. Besonders, weil man hier eigentlich niemanden so wirklich zum Reden hat. Ich meine, gut, man könnte zum Militärfahrer gehen, aber der geht da schon hin. Deswegen hält man sich meistens an die Kameraden. Und die versuchen einem natürlich auch möglichst zu helfen. Aber es ist eben nicht dasselbe, als wenn man zu Hause wäre. Doch es gibt für Henning auch erfreuliche Nachrichten. Der 23-Jährige hat zwar keine Freundin mehr, aber dafür eine größere Familie. Das ist ein Foto von meiner neuen Nichte Johanna. Die ist im Moment noch da im Krankenhaus. Nichte? Du bist zum ersten Mal Onkel geworden? Ich bin zum ersten Mal Onkel geworden, ja. Also meine Schwester, die hat dann jetzt hier eine Tochter geboren. Und ja, dann haben die mir natürlich Fotos geschickt, weil ich auch mal erfahren muss, was zu Hause vor sich geht. Ne? Wie hast du das erfahren, dass du Onkel geworden bist? Also meine Schwester war auf jeden Fall schon schwanger, als ich losgefahren bin vor 3 Monaten. Ist ja klar. über den E-Mail-Weg haben dann meine Eltern mir sofort, als sie dann nach der Geburt nach Hause gefahren sind, haben sie mir dann gleich eine E-Mail geschrieben und dann eben natürlich ein Foto mitgeschickt. Wie war das für dich, so weit weg zu sein und jetzt Onkel zu sein, nicht da sein zu können? Ich finde es ziemlich schade. Ich hätte gerne auch meine Nichte mal auf dem Arm gehabt. Für Henning ist Feierabend. Doch die Emden muss gerade nachts besonders wachsam sein. Piraten und Schmuggler nutzen oft den Schutz der Dunkelheit. In der Offiziersmesse brennt noch Licht. Meine Damen und Herren, der Kommandant. Schönen guten Abend, nehmen Sie bitte Platz. Jeden Abend werden die Daten aller Schiffe der beteiligten Nationen zusammengetragen, um gegen die Schmuggler vorzugehen. Das Horn von Afrika ist ein Krisenherd. Jeden Tag ein neuer Vorfall. Die Amerikaner leiten den Einsatz und vergeben die Aufträge. Zum einen ist im Norden von uns ein Alkoholschmuggler unterwegs. Wir wissen ja alle, da oben die Makran-Coast beim Iran ist auf jeden Fall Alkoholschmuggelgebiet. Das ist die eine Geschichte. Und dann geht es im Wesentlichen auch um Piraterie, denn das ist hier im Moment gerade Brennpunkt. Wir haben vor der somalischen Küste bei Mogadischu ein spanisches Fahrzeug, was wohl tatsächlich unter Piratenbedrohung geraten ist und gehijackt wurde, und zwar am 20. April. Dort ist bisher, außer dass es in Piratenhänden ist, im Moment noch nichts bekannt. Auch auf der Brücke wird noch gearbeitet. Direkt vor der Emden liegt eine große Segeljacht, in die Schwärze der Nacht gehüllt. Es ist ein luxemburgisches Schiff mit über 100 Urlaubern an Bord. Der Kommandant ist verständlicherweise etwas beunruhigt. So, da haben wir die Star Clipper. 2NO. Herr Kapitän. Frage, letzte Trekkingwerte. Der letzte Trekkingwerte der Star Clipper 260 mit 10 Knoten. Roger. Wir werden Sie die Nacht über begleiten, gucken, dass da nachts nichts passiert, sich da keine komischen Fahrzeuge annähern. Wir haben es ja nur mitgekriegt in den letzten Tagen, dass die Piratenaktivität hier ziemlich groß ist. Wir haben hier die großräumige Seelage im Griff. Und ich möchte einfach nicht, dass die Star Clipper hier jetzt völlig unbewacht durch die Nacht fährt, wo hier doch das eine oder andere mit Piraten gelaufen ist in der Vergangenheit. Der nächste Morgen. Die Emden ist immer noch in der Nähe der Luxusjacht Star Clipper. Ruhige Ordnung! Herr Kapitän, Obersten, wir haben mich als Fabio bei Kurs 270 bei der Maschine liegen 9 Knoten, Automatikbrücke, GT Normalfahrt. Herr Kapitän, im Voraus, wir haben die Star Clipper Abstand 5 Meilen. Dankeschön. Guten Morgen, Brücke. Morgen, Herr Kapitän. Lass sie rühren. Mit euch. Gut, Star Clipper recht voraus. Ja. Wunderbar. Dann werden wir die mal anrufen und guten Morgen sagen. Star Clipper, Coalition Warship Foxtrot 210. We had you on our radars all through the night. You are currently transiting through our patrol area. And with your permission, we would close you. And we could send one officer on board of your fine ship and give you a short security briefing on the current situation here in the area. Over.
Mit dem Speedboot macht sich eine kleine Delegation auf den Weg in Richtung Star Clipper. Der erste Schiffseinsatzoffizier Markus Degener soll den Kapitän der Urlaubsjacht zumindest über die letzten Vorfälle informieren. Einmal im Jahr fährt die Star Clipper von Thailand nach Griechenland durch den Indischen Ozean und passiert das Horn von Afrika. Das Schiff wird für die Sommersaison überführt. Auch auf dieser Fahrt sind Urlauber gerne gesehen. Die meisten sind übrigens Deutsche. Alle scheinen sich sichtlich über den Besuch vom deutschen Kriegsschiff zu freuen. Hallo Captain. Hallo Captain, Captain Yuri from Yes. Thank you for reporting on board. Die deutschen Soldaten sind tatsächlich willkommen. Ob als Touristenattraktion oder als Beschützer. Das liegt ganz in der Ansicht des jeweiligen Betrachters. The most important thing of the security situation here is the pirates are very professional. They are very good equipped with RPGs, with modern machine guns, and they are presently optimizing their tactics to go on board and to hijack these vessels. Every case is a training for them and they are getting better and better. Das gibt einem natürlich schon zu denken. Wie war das nach dem Vorfall Le Pornon? Wie nimmt man sowas auf? Ja, dann wird man nachdenklich. Viele der Gäste haben davon nichts mitbekommen. Wie Sie auch sagen, wir sehen uns zwar nicht in einer direkten Gefahr, aber man macht zusätzliches Training für die Besatzung, man macht zusätzliche Vorbereitungen und probiert natürlich auch möglichst weit von der somalischen Küste wegzubleiben, obwohl man sieht, dass mittlerweile die jemenitische Küste genauso davon betroffen ist. Zaungäste verewigen die Soldaten in ihren Urlaubsfilmchen und der Cruise Director will die deutsche Delegation eigentlich gar nicht mehr von Bord lassen. Sie gehen dann also auf eine andere Mission. Das heißt, Sie werden uns nicht lange begleiten? No. We are presently not able to conduct an escort for you. It is not a part of our mandate and our mission. That's the first problem. The second problem is we have some other things to do at the moment. I can tell you we have a lot of coalition warships within the Gulf of Aden. We have the Americans, we have the English guys. Don't hesitate to call them on VHF channel 16. If you call coalition warship, I have a problem, coalition warship, there are skips. They will answer if it is possible for them in respect to the present mission. Fühlen Sie sich hier sicher? Jein. Wir sind in diesen Gebieten seit 13 Jahren unterwegs, zweimal pro Jahr. Man macht sich Gedanken. Wie könnten Sie sich denn schützen gegen Piratenangriff? Geht das mit so einem Schiff überhaupt? Wir können Sie nicht mit unserer Geschwindigkeit irgendwie in Verlegenheit bringen. Wir haben keine Waffen an Bord, was ja auch empfohlen wird. Ein Schuss kann sehr schnell zu einer großen Schießerei führen. Wir wollen auch nicht versuchen, hier den Helden zu spielen. Wir werden alles versuchen, um zu vermeiden, dass irgendjemand an Bord kommen kann. Sobald jemand an Bord ist, werden wir so weit wie möglich den Wünschen der Piraten nachkommen. Wir werden lediglich versuchen, in Kontrolle der Navigation zu bleiben, denn im Endeffekt ist nichts unersetzbar außer einem Leben. Dann heißt es Abschied nehmen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Seefahrt, einen sicheren Trip und gute Reise. Die See ist spiegelglatt an diesem Morgen. Friedlicher könnte die Stimmung nicht sein. Ein Eindruck, der in diesen Breiten trügerisch ist. Einen Monat später wird ein niederländischer Frachter vor Somalia gekapert. Mehrere Wochen ist die Besatzung in der Hand von Piraten. Nach Zahlung von über 1 Million Dollar Lösegeld wird die Amiaskan freigelassen. Dümpelt ohne Treibstoff und Lebensmittel im Meer. Die Emden hilft, Nothilfe. Piraten überwältigen, nein, das ist nicht ihre Aufgabe. In diesem Falle, wenn Leute
gekidnappt sind und in solch einem komplexen Umfeld sich befinden, wie ich es gerade ausgeführt habe, Piraten, Klima, Gelände, auch die politische Situation da in Somalia ist ja völlig unklar, Clanstrukturen, das ist ja für unsere Verhältnisse alles höchst undurchsichtig und kompliziert. Wenn es da mal soweit ist, dann sind natürlich unsere Möglichkeiten dann auch sehr beschränkt. Und dann müssen dann andere Dinge greifen und andere Organisationen, Dienststellen dann entsprechend agieren. Morgen geht es nach Djibouti. Zeit für einen Besuch beim Friseur, der eigentlich der Sanitätsmeister an Bord ist. Haben wir Zeit? Ja klar, kein Problem. Dann mal los. So wie immer, hinten rum ein bisschen kurz, schön adrett, schön sauber machen. Also ordentlich aussieht in Djibouti. Das kriegen wir hin, Herr Kapitän. Also es ist eigentlich normal, dass jeder Meister so noch eine Nebenaufgabe mit hat. Ich habe das angeboten, weil ich gelernter Friseur bin, dass ich das einfach mitmache. Es ist also nicht auf jedem Schiff so, sondern ich mache es einfach, weil ich Spaß dran habe und weil ich es gelernt habe. Wir sind natürlich froh, dass wir ihn haben, weil wir dann nicht Gefahr laufen, dass wir uns gegenseitig so Kamikaze-Haarschnitte machen müssen. Ja, wird schon okay sein. Es wäre eh nichts hin. Ist okay, super. So, schön. Schönen Dank. Merci beaucoup. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß in Djibouti. Danke gleichfalls. Tschüss. Schönen Abend noch. Danke gleichfalls. Dann geht es volle Kraft voraus Richtung Djibouti. In einem Staat so groß wie Hessen liegt der Logistikstützpunkt der deutschen Marine. Das riecht nach Arbeit. Während die 130 Meter lange Fregatte sicher an der Kaimauer verteut wird, warten schon 9 Container mit Material und Proviant. Ein Kriegsschiff hat keine Ladeluken. 60 Tonnen Verpflegung werden per Hand verstaut. Bei fast 40 Grad im Schatten. Doch den gibt es nicht. Dienstgrad hin oder her, da muss jeder mit anpacken. Also eigentlich ist es ein Allemannsmanöver. Natürlich gibt es noch Arbeiten im Schiff, die noch zusätzlich erledigt werden müssen. Deshalb ist hier nicht jeder dabei. Aber unterm Strich essen wir trinken alle. Und deshalb können wir da auch ruhig mal, gerade wenn es so viel ist, mit alle mit anpacken. Nun, nicht wirklich alle müssen buckeln, um noch rechtzeitig fertig zu werden. Der Hauptgefreite Henning möchte ein Andenken für zu Hause kaufen, auf einem Markt in Djibouti. Djibouti, Oscar. No, thanks. Okay, what's your name? Wie heißt du? Henning. Alex, this market. Okay, Henning, dieser Markt hier ist sehr groß. Die Deutschen kommen zu mir. Alle Deutsche kaufen irgendetwas. Es ist gut. Okay, let's come. Da kann man schlecht Nein sagen. Immerhin hat man sich hier tatsächlich auf deutsche Kundschaft eingestellt. Oh, no, thanks. No, thanks. It's nothing for us, no. No, thanks. No, yeah. Also es ist so, es ist ja, in Deutschland ist es ja nicht so, dass man angefasst wird und in die Läden reingezogen wird, so wie das hier der Fall ist. Aber ich brauche nichts. Eigentlich brauche ich nichts. Es ist auch sehr heiß, muss ich sagen. Nach Monaten auf hoher See ist der Ausflug trotz Kulturschocks eine willkommene Abwechslung für Henning. Ein Geheimtipp unter den deutschen Soldaten ist diese kleine Saftbar. Ein halbes Jahr sind die Soldaten von zu Hause fort. Jeder hat Pläne für die Zeit danach. Die Dinge, die Henning am meisten vermisst, lassen sich gut auf einen Nenner bringen. Ich glaube, ich werde alle meine Freunde und Verwandte zusammentrommeln und ein riesiges Grillfest veranstalten. Weil so ein schönes Bauch oder ein schönes Holzfäller, das da freue ich mich drauf. Das Einlaufen in einen Hafen ist eine Verschnaufpause für jeden, egal wo. Und es ist der einzige Zeitpunkt, zu dem mehr als 2 Bier pro Nase und Tag erlaubt sind. Sogar der Kommandant genehmigt sich einen Schluck. Die Besatzung hat den ganzen Tag über jetzt hier bei 38 Grad im Schatten und 80% Luftfeuchtigkeit, 60 Tonnen Material, Nachschub, per Hand ins Schiff reingewuppt, gebuckelt, richtig gearbeitet im Schweiß ihres Angesichts. Und das ist jetzt das wohlverdiente Feierabendbier.
Und das ist auch gut so. Bald heißt es wieder auslaufen. Zu einem Einsatz, der vielleicht doch sinnvoller ist, als man bislang angenommen hat, in der 6000 Kilometer entfernten Heimat.